Hi Leute, ich bin Nico und heute reden wir über Passivpräsens. In einem Passivsatz steht die Handlung im Vordergrund und nicht der Täter oder die Person, die etwas tut. Schauen wir uns mal einen Aktivsatz an. Ich bediene die Gäste. Wenn wir diesen Satz lesen, dann wissen wir, wer die Gäste bedient, nämlich ich. Und jetzt schauen wir uns einen Passivsatz an. Die Gäste werden bedient. Dieser Satz zeigt nicht, wer die Gäste bedient. Die Aktion steht im Vordergrund und nicht die handelnde Person. Man kann auch sagen, die Gäste werden von meiner Mutter bedient. Jetzt wissen wir, dass meine Mutter die Gäste bedient. Die Handlung passiert in der Gegenwart, also jetzt. Wenn ihr Passivpräsens benutzt, müsst ihr das Verb werden konjugieren und das Partizip 2 benutzen. Schauen wir uns doch noch ein paar mehr Beispiele an. Manfred putzt die Fenster. Das ist ein Aktivsatz. Der Passivsatz lautet: Die Fenster werden geputzt. Oder: Die Fenster werden von Manfred geputzt. Luisa wäscht ihr Auto. Das ist aktiv. Das Auto wird gewaschen. Das ist passiv. Man kann natürlich auch sagen, das Auto wird von Luisa gewaschen. Das Akkusativobjekt im Aktivsatz verwandelt sich im Passivsatz in das Nominativobjekt. Ein Beispiel. Die Polizei verfolgt den Straftäter. Straftäter steht hier im Akkusativ. Der Passivsatz lautet: Der Straftäter wird verfolgt. Oder: Der Straftäter wird von der Polizei verfolgt. In diesen Sätzen steht Straftäter im Nominativ. Er interviewt die Rockband. Das ist aktiv. Die Rockband wird interviewt. Das ist passiv. Jenny und ich drehen viele Videos für euch. Das ist ein Aktivsatz. Der Passivsatz lautet: Viele Videos werden für euch gedreht. Wenn wir diesen Satz lesen, wissen wir nicht, wer die Videos gedreht hat. Die Handlung steht im Vordergrund und nicht die handelnde Person. Der Bankräuber überfällt die Bank. Das ist ein Aktivsatz. Die Bank wird überfallen. Das ist ein Passivsatz. Der Arzt untersucht den Patienten. Das ist der Aktivsatz. Im Passiv wäre das: Der Patient wird untersucht. Oder: Der Patient wird vom Arzt untersucht. Wenn im Aktivsatz ein Dativobjekt steht, dann steht auch im Passivsatz ein Dativobjekt. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Peter hilft mir. Das ist ein Aktivsatz. Mir wird geholfen. Das ist ein Passivsatz. Wir wissen nicht, wer mir hilft.
Wir wissen nur, dass mir geholfen wird. Der Chef sagt ihm, dass er gut gearbeitet hat. Dieser Satz zeigt, wer etwas gesagt hat. Der Passivsatz lautet, ihm wird gesagt, dass er gut gearbeitet hat. Wir wissen nicht, wer das sagt. Wenn es nicht wichtig ist, wer etwas sagt, dann kann man also einen Passivsatz benutzen. Das Pronomen Mann im Aktivsatz fällt im Passivsatz weg. In der Schweiz spricht man Schweizerdeutsch. Oder man spricht in der Schweiz Schweizerdeutsch. Oder Schweizerdeutsch spricht man in der Schweiz. Das sind drei Aktivsätze. Im Passiv wäre das: In der Schweiz wird Schweizerdeutsch gesprochen. Oder Schweizerdeutsch wird in der Schweiz gesprochen. Präpositionen bleiben im Passivsatz erhalten. Marianne kümmert sich um die Kinder. Das ist aktiv. Um die Kinder wird sich gekümmert. Passiv. Die Organisation setzt sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser ein. Aktiv. Es wird sich für sauberes Trinkwasser eingesetzt. Passiv. So, jetzt habt ihr ganz viele Erklärungen und Beispiele gehört und ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Ciao.